Hallo meine durchschlagenden Buddel-Experten und herzlich willkommen zurück bei einer entspannten, spannenden Runde Dismantle. Ich habe mich jetzt mal informiert wegen dem Thema und ich glaube, ich hätte mich da wahrscheinlich noch zu Tode buddeln können, weil ich mich hier immer zurückgezogen habe. Denn regulär laut eines Themas soll hier irgendwo das Ding eigentlich sein. Also das steht irgendwie hier und hier sollst du irgendwo... angeblich also laut dem Link. Da! 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 So, jetzt haben wir's. Meine Güte. Warte, ich hätte mich nicht gefunden, weil ich habe die ganze Zeit ganz oben gebuddelt. Ihr hättet mir ja wahrscheinlich da auch noch Tipps gegeben, aber ich wollte einfach mal auch ein bisschen das mal finden endlich und ein bisschen weiterkommen. Ich nehme mich kurz mal mit, weil, ne? Material kurz. Da dachte ich mir, ach komm, guckst du jetzt mal nach, damit du das auch mal endlich holst. Und war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also es ging jetzt ganz fix, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir das andere Teil da mal endlich aktivieren. Also, wir wollten ja da unten wegen dem Flirren und dem Fragezeichen, weil ich würde gerne ein bisschen weiterkommen mit den Prozenten und sowas. Da hätte ich schon mal Bock drauf, dass wir das endlich auch mal ein bisschen sehen. Bin ich auch gespannt, was da herauskommt. Warte mal, den könnte ich nämlich auch schon kaputt machen, wa? Ja, genau. Machen wir das jetzt noch schnell zusammen? Na, Material ist Material, ne? So ein kleines, entspannter Einstieg. Ja, komm, die Mauern jetzt. Ich mache hier alles drinnen kaputt. Okay, machen wir einen Deal. Ich mache hier drinnen gerade mal alles kaputt. Aber ich lasse die Mauern jetzt stehen, das dauert doch zu lange. Nein, du wolltest sie stehen lassen, hast du gesagt. Ah, ist ja gut, mache ich doch. Nur eine schwebende Lampe hatten wir gerade gesehen. Oh, ein schwebendes Telefon. Manchmal lässt er das zerstören, wenn es irgendwo oben drauf steht und manchmal dann irgendwie auch nicht. So. Ob jetzt, sag ich mal, so ein Kleinzeug ist, aber hey. Könnten wir auch alles immer mal gebrauchen. Es geht nur komplett hier rein. Weil er ein Bild war. Deswegen habe ich es kaputt gemacht. So, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Wieder die Großen. Genau, das waren die Großen. Ja, ja. Gefällt mir so, dass du den großen Schlag hast. Für das Dings. Das wäre halt cool. So, auf zum Verbindungsturm. Wäre jetzt sinnvoll eigentlich zum Verbindungsturm? Ja, nee, ist, haha. Bitte wieder witzig, wa? Brauche ich ja gar nicht. Also doch, ich muss sowieso in die Richtung. Ja, ja, ja. Aber ich brauche den gar nicht nutzen, weil ich muss ja da herumlaufen. Und dann irgendwie versuchen in... also ich muss jetzt hier hoch und danach mir einen Wegpunkt setzen, dass ich in dieses andere Gebiet hineinkomme. In das... da, wo der Funkturm halt ist. Den muss ich jetzt mal aktivieren und danach müssen wir zu diesem... Ja, dass wir das halt ein bisschen mal verbessern, dass wir... das Lernen mit diesen Fragezeichen umzugehen, weil ich würde schon gerne die mal nutzen, dass wir da dann auch mal weiterkommen. Das wäre schon sehr toll. Hier kann ich aber immer noch nicht zerstören, ne? Nein. Wenn ihr das Geräusch macht, dann ist er vorbei. Ach, jetzt könnte ich mir am liebsten den Zug zurückrufen und nochmal durchfahren. Ich höre das Lied schon wieder gar nicht mehr mit. Ist es auch, dass ihr so ein Lied im Kopf habt, so Melodie 1a und dann wollt ihr das wiedergeben und in dem Gelände. Aber wenn ich den damit treffe. Stimmt, der macht mehr Schaden, wenn du den. Der ist gut, wenn du den First Hit machst. Ja, ich weiß, es bringt mir gerade nichts. So, pass auf, ich muss hier rüber und dann schräg rein, ne? Genau. Ah, cool, genau. Auf der Seite waren wir sogar schon gewesen. Jetzt haben wir hier alles wieder. Und es bringt mir nur gerade nichts. Weil alles respawned ist. Mal hier so ein bisschen durchsneaken. Ich würde den Turm eigentlich gerne haben, dass wir hier den auch aktiviert haben. Ich muss sagen, da bin ich immer so einer, ich will den schnell haben, damit wir, wenn wir die Monster kloppen, dass die auch wegbleiben.
Achtung, Sperrgebiet. Wir erschießen jeden. Gut, ich komm rein. Warte mal. Hier haben wir bestimmt wieder so eine Automatik-Dinger, oder? Na klar, die Wölfe können hier wieder rumrennen. Das ist nur, wenn ich dann da lang komme. Da ist ein Mensch. Wie viel Grad haben wir denn jetzt? Grad. Genau, das war jetzt hier wirklich so eine trockene Wüste. Kann man den da rausklappen? Ist so geil. So. Da rennt auch schon wieder irgendwas Fettes rum. Ah ja, gut, stimmt, das waren dann nur die Knochen. Das war auch ein Tipp gewesen, dass man den Kulinarier mal nehmen soll. Und Knochen kann man dann halt. Dann treibt mir natürlich eine ganze Horde hinterher. Nein! Au! Du willst mich doch jetzt hier gerade ärgern, oder? Jo, na klar, da stellt immer gleich zwei von denen rein. Boah, was ist denn jetzt hier der. Ah, nein, 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 nein! Hi. Bläh. Wir erschießen jeden. Ja! Natürlich ist da nochmal so ein Ding. Ich sage, die arbeiten zusammen. Verdammte. Wie hieß denn das Spiel? Dieses Zeichen hier. State of Decay. Ich glaube, die hatten auch dieses Symbol gehabt. Ha! Diese Schweinepriester. Das ist übel. So, da bin ich wieder. Hierfür mache ich jetzt nicht auf so einen Cut extra, weil das war jetzt zu schnell alles. Ja, das war ein sehr guter Einstieg, mein Freund. Das hast du sehr gut gemacht. Ach Mann, das war doch schon wieder so ein Ding, ey. Was hab ich denn da gemacht? Was ist das? Das ist halt, wenn du einen Telefonatanruf kriegst. Das ist immer das, warum ich gerne nicht am Tage aufnehme mittlerweile, warum ich immer übergehe. Entweder ganz früh am Wochenende oder wenn ich dann am Abend dann mal gerne ein Röntchen spiele, weil da wirst du eigentlich so gut wie nie angerufen. Ist wirklich so. Also früh am Wochenende habe ich noch so gut wie nie einen Telefonanruf gehabt. Und am Abend halt auch meistens nicht so. Pass auf, wir stellen uns hier nochmal hin, dass wir das Lager schon mal ein bisschen näher bringen. Sehr gut. Das macht immer noch einfach so Laune, das Spiel. Wenn bestimmte Parts mir da so ein bisschen fehlen, wird das halt ein Basisbau von dort aus halt los, bla bla bla. Dennoch finde ich das halt cool gemacht alles. Also das macht einfach nur Spaß, dieses Zerstören, dieses Hin und Her und dies und das. Einfach nur gut gesetzt. Also es ist wirklich ein schönes, gutes Spiel. Mit ein paar Sachen noch, dann wäre das richtig Bombe. Ruhig hier. Muss euch ja leider nochmal töten, weil ich halt ein Kloppy bist. Ein Kloppy bin. Nicht bist, sondern ich bin ein Kloppy. So rum. Dieses Geräusch. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr so ein Geräusch hättet, dann im richtigen Leben, ich würde mir, bin ehrlich, ich würde mir schon so ein bisschen in die Hose machen. Und dann, das erinnert mich so ein bisschen an, an die komischen Hybriden, glaube ich, waren das von Resident Evil. Die hatten auch so ein komisches Geräusch nämlich gemacht.
Erinnert mich so ein bisschen an die. Sag mal, bleibt Maschinen eigentlich tot? Das werden wir gleich wahrscheinlich beantwortet bekommen, aber das ist jetzt gerade so eine Frage, die mich schon wieder im Kopf aufkommt. Bleiben die Maschinen tot oder sind die wie die Zombies, dass die halt wiederkommen? Ich hoffe jetzt nicht, weil darauf hätte ich gar keine Lust. Aber man weiß ja nie, ne? Das ist immer so eine Problematik. Ich sag mal. Was habt ihr denn hier alle? Du hast ja, wird immer übler. Na gut, ist ja klar, wir kommen ja weiter voran. Das ist normal, dass hier die Zombies natürlich auch stärker werden. Ich wünsche mir immer noch so ein Zombie-Spiel à la Walking Dead, wirklich. Das ist so, das, wo ich am meisten noch drauf warte, dass man so ein Zombie-Spiel hat à la Walking Dead. Sag mal, wie viele Leute sind hier rum? Das ist doch nicht normal. Ja, na klar, du bist ein blöder. Blöder. Gib. Oh! Das ist das Einzige, was ich manchmal nicht ganz ralle. Ich hab den schon im Nahkampf und trotzdem macht er noch einen Fernkampf. Das ist immer so. Ah! Warum? Ja, pass auf, wir müssen jetzt hier I lagern und da muss ich den anders ausschalten. Wer hätte gedacht, die sind wieder da? Aber ich hab eine. Ja, regulär habe ich eigentlich eine. Ich habe eine Spatel. Naja, ich sollte mich vielleicht doch nochmal hinsetzen, damit ich die Munition auflade. Wenn ich 8 Schuss, geht das nicht noch mehr? Nee, war. Na doch, einmal kann ich noch mehr machen. Pass mal auf. Mache ich den hier. Boom. So. So macht man das, meine Freunde. So und nicht anders. Gut! Holla die Waldfee, was ist denn das jetzt schon wieder? Da gerade der hat geschossen! Seid mit Raketenwerfer! Hast du alles? Wie können die so viel feuern? Die hat so eine hohe Salve, hat man doch gar nicht. Das ist bei mir nicht nur Glück. Ja, das merke ich. Nee, das bringt hier nichts. Ich muss von der anderen Seite ran. Die Raketenwerfer stehen gerade hier zu gut positioniert. Ich brauche das. Ich muss das nach und nach freiräumen. Gut, aber die Geräte bleiben weg. Ist schon mal etwas. Mal ganz langsam. Warte mal. Den machen wir mit dem Hammer. Okay, nein, den machen wir nicht mit dem Hammer. Den machen wir nicht mit dem Hammer. Den machen wir nicht mit dem Hammer. Oh, wei, 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 wei. Dreh dich um. Jetzt dieses blöde Ding. Alter, jetzt haben sie. Das war gut schwer jetzt mal. Das war wirklich schwer, das Ding hier da ranzukommen und zu aktivieren. Da muss ich sagen, Hut ab. Das haben sie wirklich gut mal aufgebaut. Oh, ja. Noch 2 von denen, die sind wirklich schon. Weil sie halt sehr wirklich flink sind. Haben sie wirklich gut gemacht. So, Sender. Bevor wir irgendwas machen, tödliche Frequenz rein. Ab. Ab dafür. So. Haupttor. Der Stützpunkt. Okay, dann müssen wir das ja alles beseitigen. Gut. Ah, da bin ich ja gestorben. Sender. Warte mal, da war was. Radar.
machen wir mal. So. Ach so, 0 plus 3, 417. Ach, drei Monster. Ah, okay. Die dann komplett tot sind, das muss man dann halt so machen. Ja. Ihr habt doch alle ein Rad ab hier. Ey, es ist mies, ich kann die Dinger nicht. Ich liebe das. Ich liebe das. Hier. Natürlich rennt ihr in dem Moment weg. Komm jetzt mal ein bisschen. Puh. So, wir räumen einfach mal hier ein bisschen auf kurz. Ich wollte eigentlich mit euch da hinten nämlich hin, das andere Ding aktivieren, aber ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen. What the hell? Ist schon übel, muss ich sagen, ist schon übel, was hier gemacht wird. Mann. So, pass mal auf. Lass mal das hier. Das hier. So. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich gegen die komme? Von der Entfernung sieht er mich ja nicht. Sehr gut. Ja, ja, komm mal her. Komm her. Wechseln wir noch? Du sollst wechseln! Ah! Boah! Ich bin heute irgendwie neben der Spur. Merkt man das ein bisschen? Und ich weiß nicht warum. So. Das war's. Ja, dich mache ich jetzt auch noch platt. So, jetzt habe ich aber erstmal alles, hätte ich wieder hingekriegt. Oh, Jemini, da habe ich mich ja wieder angestellt, wie der erste Mensch. Aber ich finde es gut gemacht, das Spiel von der Art her und so vom Aufbau und alles drum und dran. Da hast du wirklich einiges zu tun. Ist gar nicht so ohne und das finde ich eigentlich gut. Also das ist hier nicht so, dass du einfach mal durchmarschierst, sondern du hast ein bisschen was zu tun. Musst ein bisschen was machen, musst ein bisschen was beachten und es ist kein, ja, rush mal fix durch und du hast alles, sondern musst auch schon teilweise überlegen, insbesondere die Raketentürme sind ja zum Beispiel der Wahnsinn, was die drauf haben. Hä? Achso, ja, genau, der hatte mich getötet. So. Auf Wiedersehen. So, dann nehmen wir mal die Sachen wieder. Ja, ich habe so ein bisschen Material verloren, Alter. Das hat man schon arg gemerkt. Oh, guck mal, wir haben Level 14. Was glaube ich, es gibt doch bestimmt noch einen größeren Klopper als den, den wir haben, oder? Weil da gibt es einige Sachen, die können wir ja noch gar nicht wegmachen. Nächster Mana-Splitter wird übrigens direkt in meinen Hammer investiert, weil ich will wenigstens die 85 haben, dass ich einen Großteil der Sachen jetzt auch nochmal wegräumen kann.
Bin aber nur gespannt, ob wir da noch was Größeres kriegen. Bock hätte man schon drauf, ne? Ja, wir können das alles noch auseinanderbauen. Das machen wir auch noch. Nur, ich wollte euch jetzt auch nicht schon wieder damit ablenken. Wir sind jetzt gerade durch die Gegend gestorben und alles. So, warte mal. Jetzt muss ich aber erstmal hier was gucken. Bla 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 bla. Ich will den da. Der nimmt. Das Problem ist, der nimmt mir nicht den anderen da rein. Pass mal auf. Komm du mal her. Ich mache ich jetzt als erstes weg. Ha, geil. Achso, ich dachte gerade. Ja, du komm mal her. So, jetzt habe ich den da. Das Ding ist ja sowas von crazy. Holla, die Waldfee. Die Geschütze sind schon wirklich Wahnsinn. Ich schaffe es immer wieder, mich mit meiner eigenen Mine fertig zu machen. Jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Also heute ist Tag des Sterbens. Das hat man hier sehen. Das ist übel. Und da oben haben wir noch einen schönen Boss. Ich hoffe, dass wir den noch jetzt kriegen können, damit ich mir nicht unbedingt den Titel draufschreiben muss. Tag des Sterbens. Das ist das. So. Wenigstens den habe ich ordentlich gemacht. So, kann ich jetzt das Haupttor des Stützpunkts öffnen? Der war aber gar nicht da, oder? Ach doch, die habe ich dann gemacht. Die sind von daher gekommen. Genau. Sehr schön. Dann haben wir hier freigeräumt. Können jetzt hier raus, rein und so weiter. Und dann lagere ich jetzt ein. Und dann gucken wir mal, dass wir uns gleich eine Runde gegen den Boss bestehen. Da hinten war ein Boss. Wer sehen wir diesmal? Ist Gevatter Tod im Urlaub? Ist er schon mal weg? Vielleicht der Nachfolger von Gevatter Tod. Bin hier spannend, ich bin hier spannend. Gucken wir einmal. Nein, ja, ist richtig so. Einmal dahin. Dahin. Kann ich da nicht bauen? Okay. Noch einer? So. Mach ich einfach meine Armada hier hin. So. Was ist das hier? Die Krone der Wüste! Und du? Der läuft aber auch nicht, wahr? Das ist ja geil! Das ist übrigens ein Tipp von den Zuschauer. Ey, herzlichen Dank für das, für den Tipp. Ja. Ach so, das ist die Brennstoffzelle. Ja, dann haben wir sie jetzt. Herzlichen Dank für den Tipp, ne? Also es hat funktioniert. Gut, ich hätte es mal ein bisschen besser aufbauen können, aber hey, wer bin ich schon? Hat geklappt. Finde ich ultra cool, dass das funktioniert hat. So, eigentlich wollte ich aber. Die sind gerade weg. Ich habe die schon weggemacht. Jo. Hier ist nichts mehr. Na egal. Da wollte ich hin. 24 Minuten, wir haben noch Zeit. Ey.
Mann. Ich bleib hier immer irgendwie hängen an diesem blöden Strauch. So. Boah, ich sag grad. Es ist aber extrem hier auch was los, ne? Wirklich los hier was, ey. Die haben da wirklich alles vollgepackt mal mit mehr Monstertypen. Ich komme hier auch nicht rein. Die haben es wirklich gut. Na, wobei doch, hier könnte man rein. Ah, verdammt, nicht du. Und nicht du. Warum mache ich aber immer so wenig Schaden auf dem? Ha. Gut, der war nicht so. Pass auf, wenn ich zerhacke ich mich jetzt wieder selber. Aber warum macht denn der auf einmal so wenig Schaden, meine Granate? Vorhin habe ich da wesentlich mehr Schaden gemacht. Ja, die CPT haben sie wirklich fett, ja, sag ich mal, wirklich aufgebaut. Überall. Warum baust du eigentlich nicht selber einen Geschützturm auf, mein Kleiner? Warum machst du es mir eigentlich wieder so schwer? Weil ich kann. Ja, genau. Deswegen scheiterst du andauernd. So. Aber ich darf doch bei denen irgendwie in der Nähe nichts bauen, ne? Guck mal hier. Das ist irgendwie voll mies. Ach, Mann. Deswegen habe ich nichts aufgebaut. Was ist mit diesen Geschützen los? Die sind erstens mal irgendwie extrem stark geworden und zweitens mal, die kassieren kaum noch Schaden. Und ich kann die nicht aufbauen. Meine Geräte kann ich nicht aufbauen gegen die. Guck mal. Hier ist angeblich alles voller Gegner. Hier. Also, ich bin hier ziemlich... Ja, das finde ich jetzt ein bisschen mies gemacht. Also, dass ich da nicht wesentlich mehr Möglichkeiten habe. Aber naja, gut. Ich komme da auch nicht ran, ne? Kann ich den hier kaputt machen? Ne. Ich komme nicht an den ran. Ich hab noch eine. Habe ich keine mehr. So. Ei, 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 ei. Heute ist wirklich. Also das hat gut geklappt. Aber jetzt das andere hier muss ich sagen, das war jetzt sehr, sehr, sehr schlecht. Ich muss wirklich gucken. Die haben auch mittlerweile, also im Gegensatz zu meinen, haben die 360 Grad, ne? Kann das sein? Ich komme an die nicht ran. Ich muss wieder nachholen. Ich hier jetzt eigentlich gerade hin, nur um meine Munition wieder. Oh. Hier, Freund. Punktspezialist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mehr Kapazität. Bessere Haltbarkeit. Alles drum und dran, einfach nur besser. Ich will eigentlich immer noch einen Mana-Splitter haben. Wie kriege ich denn jetzt so schnell einen Mana-Splitter her? Was ich gerade übrigens versuche, ist bei dem einen Turm da hinten heranzukommen. Das Problem ist nur jedes Mal, dass hier überall Türme noch weiter stehen. Und eigentlich will ich ja nur hier rein.
Oh, wenigstens der. Mal, den müsste ich doch von hinten angehen können, oder nicht? Muss den doch von hinten irgendwie angehen können. Oh. Gut. Und der ist weg. Also die kann ich von hinten. Die haben keine 360 Grad. Nur ich sitze mal halt in dem Winkel, wo wir nicht sein dürften. Gut, dass er mir hier nichts kann. Haha! Mein Loot. Du hast 173 Grad, das ist doch nicht normal. Geh weg mit deinem blöden Schleimi bei mir. Okay, weil er in dieser Richtung guckt. Weil der in dieser Richtung guckt. So. Mission completed. Ich krieg meinen Willen, wenn ich ihn irgendwo... Ich krieg ihn durchgesetzt. Das kriege ich wirklich. Es dauert bei mir manchmal ein bisschen länger. Aber ich setze meinen Willen durch. Ja? Also habt ihr gesehen, wir haben hier YouTube geräumt, wenn ich dann dauernd verreckt bin. Aimine, das war... Uiuiuiui. Zumindest haben wir noch die Krone der Wüste haben wir noch ausgeschaltet. Haben eine neue Treibstoffzelle jetzt gemacht. Wir müssen die dann sozusagen noch abgeben. Sind dann für heute aber auch fertig, würde ich sagen. Den Rest machen wir dann andermal. Und gucken wir dann. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Kommi, Like oder ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, da werden wir dann noch da gucken. Ich will da hinten wirklich diese eine Dings noch lösen. Das eine Ding noch lösen hier. Und dann gucken wir mal, dass wir endlich vielleicht ein paar Punkte nochmal freispielen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!